Yuri! You damn scoundrel, what are you doing? I think you can see what I'm doing, Balthus. Beautifully executed, Yuri. The chalice is finally mine now, along with the blood of the four apostles. It seems I was correct, that there was an enemy in our midst. To think our bird was instead a rat. You've always had a wild imagination, Constance. I've gotta say, turning your attention elsewhere was a challenge, even for me. That is enough of the banter, Yuri. I informed you not to divulge too much. They'll all be under the dirt soon enough. It's not like they'll be able to talk at that point. After all I've gone and done for you, Elfric, I would think you'd have just a bit more faith in me. Your silence speaks volumes. Guess this is the end of the niceties. It's all on you now, friend. I'm sure you and the others will figure it out. Professor! Are you injured? Oh Gott, und damit willkommen wieder zurück. Der Schock haben wir schon beim letzten Mal. Und ja, das war die endgültige Bestätigung. Ganz schön gruselig. Aber auch eine sehr gute Entwicklung, muss ich sagen. Zumindest storytechnisch ein Twist, mit dem ich nicht gerechnet hätte an sich. Also mit Yuri. Bei Elfric hatte ich ja schon meine Vermutungen. Das war ja, denke ich, auch nicht allzu schwer zu erkennen. Irgendwie. Oh Gott. Es ist nichts Besorgniserregendes, ja. Okay, es geht ja um unseren Zustand, aber die Situation ist sehr besorgniserregend. Aber gut, wie auch immer. Impossible. Surely you suffered a wound. Teach, there's no time for playing around. Tell us how... I get it. He only pretended to attack you, didn't he? So you were just playing a part in this grand performance. But was that really the smartest decision here? Ach so. The chalice and the Ashen Wolves are gone. I am loath to think what will become of them without our help. And how do you propose we pursue them? We haven't a clue where they went. Well, we know what they're after. That at least narrows down the possibilities. Professor, are we too late? Lady Rhea, why have you come? After sending all of you off, I began to investigate the lineage of the Ashen Wolves. In doing so, I was able to confirm that the documented information about their crests was falsified. What was once a wild speculation, I now know to be true. The crests they bear are the same as those of the four apostles. The very same who long ago enacted the Rite of Rising. Once the blood of the four is poured upon the chalice, its power can be harnessed. I believe we have enough evidence to assume that our Ashen Wolves will suffice to carry out this ritual. So, Elfric's aim must be to carry out the Rite of Rising at the expense of the students. Lady Rhea, what precisely is the purpose of this ritual? We've heard it has the power to resurrect life, but that can't be true, can it? The chalice is a holy artifact, created by the goddess herself. It serves to restore a physical form that was previously lost to this world. So those wild tales are true. It really can bring someone back to life. Not exactly. It can breathe life into a body, but it cannot return a spirit that has already departed. Ultimately, it is a tool to return the goddess to her physical form. Her spirit is omnipresent, but her flesh is no more. Such incredible power is truly awe-inspiring and extremely dangerous. In that way, it is akin to the hero's relics. For this reason, the four apostles were never intended to pass down their crests. This gathering should never have been possible. The Ashen Wolves are now gathered together, making it possible once more. And Elfric is at the center of this mess, luring them all to Abyss for his own selfish reasons. Without so much as a whisper of it to the Church, of course. This incident is my own doing. I never should have entrusted the chalice to them. Lady Rhea, do you have any idea where they could have gone? I do, indeed. Garrick Mach, which is protected by the goddess, is the only place the Rite of Rising can be performed.
Holding such a ritual requires absolute focus. So I imagine the setting would need to be serene, peaceful. There are countless such places within the monastery walls. Ah ja, okay. Sieh mal einer an. Ich meine, das Mausoleum ist im Normalfall verlassen, ne? It's certainly peaceful there, but due to last month's incident, so, it's heavily okay. guarded at present. For now, let us return to the monastery. There is much to consider. Lady Rhea! You look troubled, Alois. What has happened? Thieves have breached Garrickmark's village walls. They've been pillaging the shops and residences, taking whatever they please. I wonder if this has anything to do with Elfric. There's no telling, but for now, their numbers are too great. They need the knights. By your will, Lady Rhea, allow us to clear the village of these hooligans. Yes, Alois. Please ensure the safety of the villagers immediately. However, leave a few of your best knights here with me. Yes, Your Grace. I'll see to it. Teach? You look like you've got something to say. Es geht also um Yuri. Anscheinend waren die ja irgendwann doch schon unterwegs. Ich habe mich schon gewundert, dass es kein Event gab oder so. Aber es war wohl alles bewusst so gesetzt. He told you to meet up with him at the Holy Mausoleum? You never run out of secrets, do you, Teach? I'm certain that Yuri had his reasons for setting up this meeting. He took the time to speak with you, however cryptically, before he left. Fair point, Dimitri. I do wonder why he told you it needed to be after midnight. Wouldn't it be better to rush to their aid immediately? Yuri's no fool. There's a method to his madness. Das weiß Claude besser als jeder andere. Naja, dann mal sehen, was dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Hat er uns wohl doch nicht so wirklich verraten. Wir werden sehen. Cindered Shadows, return to me. Komm zu mir zurück, okay. Kommt Yuri zurück. Wir werden sehen. Where the heck are we? Finally, you're all awake. Good morning, sleepyheads. Or is it a good evening? Yuri! You scoundrel! You are unfit to speak to us, liar that you are! Yeah, yeah, liar, blah, blah. Nothing I haven't heard before. Look, pal, enough beating around the bush. What exactly are you trying to accomplish here? Where's Elfric? And what the hell are you plotting? Questions, questions. You're wearing me out, Balthus. Fine then. I'll lay it out for you. Elfric intends to reenact the Rite of Rising. He's preparing everything as we speak. What is this silly rite anyway? You trying to do some crazy magic to raise the dead or something? Actually, yes. By offering up the blood of the four apostles in the chalice, you can bring someone back to life. Saint Seros performed the ritual 995 years ago, and not enough blood was given up. So the ritual was a bust. No clue what happened after that. That's what Alfred concluded after scouring the records anyway. Sieh mal einer an. Übrigens, ich finde das ganz gut, dass sie ja mehrere Bilder mal wieder verwenden, was ich mir teilweise im Hauptspiel öfter mal gewünscht hätte. Bilder werden sehr sporadisch eingesetzt. Meist sehr zielgerichtet, aber es gibt ja einige Szenen, wo einfach Black Screen ist und das ist tatsächlich etwas schade. Und das hier sorgt, finde ich, schon für sehr viel Stimmung. Und noch dazu ist natürlich die Musik auch sehr passend gewählt. Ich mag generell sämtliche DLC-Musik wirklich gerne. Das sind wirklich schöne Tracks, meiner Meinung nach. Aber ja, ich meine, Seros hat das Ritual auch selbst schon vollführt. Wer hat's gedacht? Oh Wunder, natürlich. Das war eh so klar. Meine Güte. Die hat wirklich immer wieder alles probiert. Das ist krass, selbst vor fast 1000 Jahren schon. Echt gruselig. And now, through extreme persistence, he's found and gathered the four of us with our crests. Und was ich nicht so ganz verstehe, weiß er nicht, dass man... er hat ja schon gesagt, dass man
eine bestimmte Menge an Blut braucht. Er weiß schon, dass er das Orbin-Wappen hat, ja. Und dass er zu den vier dazugehört. Er muss ja irgendeinen anderen Plan dann wahrscheinlich haben. Ich bin mal gespannt. He placed us under his direct supervision within the Ashen Wolf House. And he did all of it to ensure a successful ritual. The Rite of Rising. You mean to say that he intends to drain our blood? To kill us? Such an act would be unforgivable, an atrocity! I cannot die in this wretched hovel! Yeah, that sounds painful and permanent. Count me out. Hang on, the number four includes you too, right? So you're gonna die too? Yep, that's the idea. Was? Wirklich? And here I thought we were close. But all this time you've been skulking around deceiving us. It hurts, boss. Hurts bad. You want to die, that it? Fine. I'll kill you myself. Just stop that crafty nonsense of yours and face me, fist to fist. Shut it. I've lived through hell and worse. After climbing my way here, you really think I want to die? Then why throw your life away for the likes of Elfric? Some things are more important than my own life. Some things are worth protecting. You're not making any damned sense! It would seem that you want to be punished severely, Yuri. That's some sort of threat? There's not much you can do to me that hasn't already been done. True. You took wing from the mud into which you were born, and rose to such great heights. To break your spirit would take far too much effort. Though, if I must, I will kill your mother, in addition to your dear people. Oh, so that's it. You were trying to protect your mom. Precisely. What is it you are hoping to accomplish, Elfric? To resurrect someone I lost long ago, no matter the cost. Surely there are those for whom you'd do similar. Perhaps. Even so, never would we annihilate those we care for. There's nothing I wouldn't do. Nobody I wouldn't trade to see the light in her eyes once more. Whoa. Ooh. That lady looks real dead, pal. Was? Moment she mal. Is. For now. Aber dann hat sie... Sie hat ja dann einen Körper. Wow. Das Artwork ist echt schön, aber... Letztendlich kann das Ritual ja gar nicht funktionieren, oder? Es hieß ja sowieso, dass man nur einen Körper wiederherstellen kann. Und der Körper existiert ja anscheinend noch. You're gonna regret this, Elfric. I accepted the regret I might feel from this long ago. As long as she returns, nothing else matters. Yuri, if you think you'll be pulling anything funny, think again. The Knights of Seros won't save you. No doubt they're indisposed right now on some mission or other. Well, that's a damn shame. The whole evil villain look really doesn't suit someone as pious as you, Elfric. Yuri Bird, I could... Not yet. It is time. Take them. Your blood will pour forth, filling the chalice. You really are a fool. You were diligent, Yuri. You kept me abreast of all the Ashen Wolves' movements. As recompense for being such a good student of my flock, I will gladly hear any final words from you. That's fresh. If you knew me at all, you'd know these won't be my final words. I'm simply biding my time. For what? For the goddess's descent. Can you hear it? She's coming. Bells? This late at night? Yeah, you hear that, Elfric? That's the sound of your demise. The Knights are releasing my people as we speak. The ones you locked up and hid away. How did you know about that? Wait, the Knights of Seros? Like I said, the evil villain look really doesn't suit you. I know it was you who sent me on that mission, that ultimately led to me landing in Abyss. Overall, your execution was lacking. Lady Rhea has been on to you as well.
Oh, and just so you know, I've been working for her since before I ever began working for you. She had me keeping an eye on you. Told me to inform her if you seemed to be planning anything. You! But you took those I care most about hostage, which limited my options. You chained up the wolves and kept a tight grip on my rogues and abyss to ensure I wouldn't betray you. I struggled with whether or not to tell her everything. After all, my allies' lives were on the line. I deliberated on what to do next, knowing I'd have to rely on my own cunning to see this through. I waited for the chance I could rescue my mother and allies, all while paying lip service to you. Until today, the day you pulled all your forces in so you could attempt this ritual. You're no villain, with that sticky conscience you call a heart tripping you up. Not like me. I see. You were one step ahead of me all this time. It matters not. The ritual has begun. There's no stopping it now. You will all die. Just a bit longer. Don't think for a moment. But you're getting off easy, pal! Seriously, boss, did you have to tie us up so tightly? Sorry, Bothus. I figured those little tears would be enough for you to break through the rope. I may be the unbeatable king of grappling, but I'm also bleeding profusely. You didn't wonder why it was taking me so long? Think next time, yeah? I haven't the slightest what you two are jabbering on about, but please untie our ropes as well. You're talking. Do it yourself. I dispelled the silence from you ages ago. Or hadn't you noticed? Oh, I see. It's great that we're not tied up anymore and all that, but we're still being actively drained. I've invested everything to ensure my success today. My private funds. A veritable army. Surround them. Don't let them escape. The ritual will not be stopped. Why won't it cease? We are freed, and yet our blood still drains from us? Well, this wasn't part of the plan. This is no laughing matter. Our very lives are ebbing away. Stop panicking, Constance. You know I'm never unprepared. You've always got a trick up your sleeve, don't you? I can hear your secret plan running our way. Okay, nette Entwicklung. Ich finde hier nur, Execution ist furchtbar, absolut grässlich. Nicht so ungut, aber das Pacing hier haben sie ganz schön verbaut, meiner Meinung nach. Das hätte man deutlich intensiver gestalten können. Das ist im Prinzip ein sehr langer Talk um Nonsens, leider. Was etwas schade ist. Beziehungsweise, ja, sie hätten sich in der Tat kürzer fassen können. Das würde auch mehr zur Situation passen. Und ich meine, generell, ihr wart jetzt alle gefesselt, okay? Und sonst? Wurden keine weiteren Vorkehrungen getroffen, oder was? Was haben wir hier? Wirbel. Führt Magie zum Kelch für Silberwölfe unpassierbar, okay? Alles klar. Aber ja, ich finde ja halt. Jetzt haben wir hier nur Abtrünnige, okay. Und was ist jetzt mit den Rittern? Angeblich sollte das Glockenläuten noch irgendwie verheißen, dass sie hier einstimmen, oder nicht? Dachte ich jetzt eher. Ich meine, wir sind jetzt zur Hilfe geeilt, weil er das vorab vereinbart hat mit uns. Das ergibt ja Sinn. Auf einmal hat der Meteoren ist viel stärker als vorher. Alles klar. Ich meine, wie mächtig ist Elfric an sich? Oh mein Gott, der Gebetsstein. Der ist nervig. Der ist sehr nervig. 30er Void und dann noch mal 30% wiederherstellen. Super. Sehr ätzend. Aber ja. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bin an dem Punkt ein kleines bisschen enttäuscht tatsächlich. Obwohl davor jetzt alles sehr, sehr gut war wiederum, würde ich sagen. Es ist wirklich, das Pacing hier fand ich gerade echt nicht gut, muss ich sagen.
bisschen mehr Action drumherum hätte dem Ganzen, glaube ich, ganz gut getan und nicht einfach nur ein sehr langer Dialog. Die Musik war auf einen Tick zu laut, würde ich fast sagen, beziehungsweise hat vielleicht die Stimme zu wenig Power. Ja, das Problem ist, das war alles so casual. Ich glaube, das stört mich. Das hat man, glaube ich, die Immersion ein bisschen genommen. Das war sehr, sehr casual, also viel zu gelassen einfach für die Situation. Am Anfang hat es noch gepasst. Da war noch alles ganz gut so, ne? Das Misstrauen dann gegenüber Yuri auf einmal, die Enttäuschung, das war alles gut gemacht. Aber es war dann so ein sehr langer Casual-Talk irgendwie. Den fand ich echt nicht gut, muss ich sagen. Der hat mir ein bisschen die Stimmung gerade kaputt gemacht. Also es ist jetzt nicht weiter schlimm oder so, die Karte hier sieht wieder sehr klassisch aus, aber es ist... Ja gut, das war auch wieder ein Recyceln in dem Fall, ne? Muss man auch sagen. Auch wenn das passt, das ist das Mausoleum, okay. Das wird nicht anders aussehen, logisch. Und wir haben anscheinend auch irgendwie irgendwas, was auch immer das jetzt bedeutet. Irgendeinen Grund muss es ja für dieses Terrain geben, ne? Und wer gerade kommt, einen einzigen Truhenschlüssel, den man bekommt, den habe ich verkauft. Mal ganz am Anfang, weil wir halt Ash haben und Yuri. Ja, beide Schlösser knacken können. Muss mal ganz kurz gucken. Kann man theoretisch welche kaufen? Nö, also den sollte man sich aufheben. Das wäre nicht schlecht, dann könnte man hier sofort nämlich die Truhe öffnen. Den Truhenschlüssel also am Anfang nicht verkaufen in Zukunft. Ist ja im Prinzip, na, die Ressourcen sind knapp, bringt ein bisschen Geld. Man hat ja eh zwei Schlossknacker. Aber hier wäre es tatsächlich, glaube ich, vom zeitigen Vorteil, was auch immer da drinnen ist, keine Ahnung. Aber ja, wir werden beim nächsten Mal dann reinstarten, ne? Jetzt hat er mich kaum gehört in der Folge irgendwie. War einfach sehr viel Text, wirklich. Ja, ich meine, ja, mehr als eine Viertelstunde haben wir jetzt geredet eigentlich. Und wiederum, die Bebilderung finde ich halt sehr, sehr gut. Ja, das sind klare Stärken, was ich mir sogar im Hauptspiel mehr wünschen würde noch, wie schon gesagt. Aber das Pacing ist mir gerade ein bisschen... Da weiß ich auch nicht, was ich von der Musik jetzt gerade halten soll. Weiß nicht, das ist halt tatsächlich nicht so episch vergleichsweise. Die Musik, also den Track, den sie jetzt benutzen, der ist ja für eine ganz andere Situation gedacht, ne? Wer sich an den krassen Angriff dann erinnert bei Garrick macht, das ist auch sehr spektakulär, auch ein, gehört mit zu meinen Lieblingsmissionen. Egal auf welcher Seite man steht, die ist absolut top. Und hier, es fühlt sich nicht so an, ich fühle es nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ist nicht so ganz da, nee. Gerade. Wie gesagt, alles ein bisschen zu casual. Es wäre vielleicht auch schöner, wenn es hier wirklich extra Zellen gäbe oder sowas in der Art. Oder wenn sie sich erstmal nicht bewegen... Ja, wisst ihr was? Das wäre halt auch nicht schlecht, wenn sie sich zum Beispiel erstmal nicht bewegen könnten oder so. Dass sie sich nicht alle sofort in dieser Cutscene befreien. Ich glaube, es wäre viel besser gelöst, wenn die jetzt erstmal alle noch gefesselt wären. Na, vielleicht greifen die Gegner die auch erstmal nicht an. Aber dann kommen sie halt allmählich frei so. Und dann kommen die Dialoge, dass sie sich jetzt befreit haben und so. Wäre vielleicht ein bisschen geschickter, ich weiß nicht. Ich meine, gut, jetzt hat Yuri das organisiert, dass die Fesseln teilweise gelöst sind und so. Ja, schön und gut. Aber, Ah, ich weiß nicht. Das fühlt sich so super weird gerade an. Versteht ihr? Es ist einfach nicht so ganz... gut, ehrlich gesagt. Während der Aufbau top war und der Twist an sich war auch sehr, sehr gut gelöst, aber jetzt gerade fehlt mir ein bisschen was, irgendwie. Ich habe das Gefühl, da hätte man mehr Qualität rausholen können. Moment mal, was stimmt mit deinen Werten eigentlich nicht? Ich sehe das jetzt erst. Kelchschild, okay, 99, 99, ja schön. Hat mal jemand einen Luna-Parat, Kappa? Dahlmann-Wache. Achso, da ist sogar ein eigenes Bataillon, sieh mal einen an. Oh, das hat ja witzige Werte. Ist doch Level 4 deswegen. Oh boy. Ob man die bekommen kann in der Hauptstory? Die Dahlmann-Wache ist ja sehr, sehr gut. Ein wirklich gutes Bataillon. Wow. Dafür, dass es sogar noch ein Level aufsteigen kann. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich Treffer plus 25 haben. Die Frage ist, ob es dann 777 gibt, weil das wäre heftig. Aber vielleicht ist es auch sein exklusives, keine Ahnung. Okay. Bisschen Loot gibt's noch, ist das entscheidend? Ich will mal ganz kurz gucken, Leute. Lass mal sehen, das machen wir noch kurz, so einen Check. Dann können wir nächstes Mal wahrscheinlich ziemlich direkt reinstarten.
Eiermixturen oder wollen, aber das ist Quatsch. Okay, nee, es scheint nicht so zu sein bisher, als gäbe es irgendwas Außergewöhnliches. Hier war ein Panzerbrecher, muss man aufpassen. Aber ich meine, ich spiele Edelgard so eher nicht. Ja, es gibt Gewitter-Mages, die mal eine andere. Muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Wobei, ich sag mal so, ne, Begleichung reinklatschen und dann macht man das schon. Also das dürfte das kleinste Problem sein. Wir haben mehr als genug fähige Leute dafür. Dafür gucke ich mir nochmal kurz das hier an. Okay, also 59 insgesamter Balk hat er. Warum zum Geier habe ich gerade eine Eisenachse eigentlich ausgerüstet? What the? Ich bin gerade sehr verwirrt. Hä? Ach so. Ich hatte mal. Stimmt, ich hatte einen Trade, dass du. Ich sollte ja die ganzen Sachen nicht haben. Richtig. Da war ja das, wo die Bataillone verfehlt haben. Und dann wollte ich noch gucken, dass wir den nicht direkt töten, um noch an das eine Silberschwert plus zu kommen. Ein Silberschwert plus ist eigentlich eine ganz gute Ansage schon mal. Lass mal sehen. Das sind 50. Okay, ich kann ihn nicht direkt ausschalten wahrscheinlich. Ne? Ich bräuchte 59. Okay, das ist jetzt aktuell mit der Eisenlanze einen Wert von 45. Von 49 komme ich hoch. Edelgard kann es schaffen. Die könnte 59 erreichen als Wert. Lass sie mal sehen. Dann mal Kraft 10. Kraft 11 ist die Stahlaxt. Eine Silberaxt müsste kaufbar sein, ne? Wartet mal kurz, Moment, das wollen wir uns doch mal gleich ansehen. Wenn wir schon dabei sind, ein bisschen vorbereiten, kann man sich ja auf jeden Fall trotzdem, wir werden nur beim nächsten Mal erst richtig reinstarten. Kraft 16, ne? Sind 5 Punkte Unterschied, lass mal kurz sehen. Das würde reichen, ja, dann kann ich ihn one-shotten, das ist sehr gut. Dann hauen wir einfach Begleichungen kurz rein, genau, dann kaufen wir uns eine Silberaxt, das ist eine sehr sinnvolle Investition. Da ist der Gewittertyp nämlich sofort ausgeschaltet. Ohne, dass wir uns irgendwie großartig drum kümmern müssen. Dann behindert auch zu viel unser Movement für die anderen. Deswegen ist mir das sehr wichtig und wir haben ja mehr als genug. Und ich meine, das ist wirklich einfach gut investiertes Geld hier. Okay, wir haben 3 Gewittertypen. Ne? Das ist gefährlich. So, dass die Stille oder so haben wir ja an sich nicht. Wir können uns aber sicher irgendwie auch erstmal sammeln. Ich guck mal, Leute, wie wir das dann machen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Du könntest dann immer noch zurück, oder? Achso, da hinten ist er blockiert, aber reicht es, um sich auf den Magiewald zu stellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Ich bräuchte eventuell nochmal die Fässer. Ja, das ist sehr gefährlich hier. Angriff, ja, bis zu 45 hoch ist schon heftig. Das ist ein bisschen krass. Bei 28 Resilienz. Es geht noch einigermaßen, also sieht jetzt tatsächlich ganz gut aus. Aber wie gesagt, ich denke unten Edelgard mit Begleichung, vielleicht geben wir auch noch ein Weihwasser drauf. Da hat sich die Sache relativ schnell erledigt, dann haben wir 23 Resilienz, haben wir aber auch 60 KP. Ja, ich denke mal bei 23 Resilienz sieht das ganz gut aus dann. 17 sind dabei 34. Okay, nochmal 22 oben drauf. Tatsächlich tankt sie alles, ne? 56, ja, müsste gehen. Mit einer Begleichung alleine können wir alle drei direkt abfangen. Das heißt, wir stellen sie dann auf dieses Feld. Der Rest stürmt zur Seite, würde ich sagen. Dann klingt das nach einem ganz guten Plan. Wie gesagt, wir können auf jeden Fall 3 Leute auf einmal ausschalten, wenn wir das berücksichtigen. Und wenn 3 Gewittertypen weg sind, ist die Map schon mal deutlich entschärft. Das sollte klar sein. Baltus hat sehr viele Gefahren. Generell, wir haben wirklich viele Gefahren auf der Karte. So wirklich einfach wird die wahrscheinlich nicht. Es gibt zumindest ein paar sehr heikle Situationen. Es ist die Frage, wie sehr sich Gegner bewegen oder nicht. Davon ist eigentlich alles komplett abhängig. Wenn sich viele Gegner bewegen, wird die Karte schwer. Wenn sich fast niemand bewegt, ist sie super einfach. Ist komplett davon abhängig. Ja. Komplett, Leute. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Und wir starten beim nächsten Mal einfach rein. Genau, wir kaufen noch ein Weihwasser, oder? Ich würde mal sagen, habe ich das letzte Mal noch eins erworben? Oder wie sieht es da aus in unserem Vorrat? Da ist noch eins, in der Tat. Habe ich da dran gedacht, das ist sehr schön. Was kommt jetzt erstmal weg? Von mir aus haut den Stahlschild erstmal raus. Okay.
genau. Aber mit 23 Resilienz und Begleichung sollte Edelgard eigentlich alles tanken können. Aber drei Gewittertypen, die wir sofort ausschalten. One-Shot, One-Shot, One-Shot. Eine Sache, wenn wir schon dabei sind. Haben wir denn noch... Wenn wir dann eh schon so weit unten landen. Ja, ein Bataillonsvorteil. Ja, das haben wir. Das wäre natürlich vorteilhaft in dem Fall. Oh, den Lanzenbrecher raus. Der ist echt nicht wichtig. Genau, weil dann würden wir uns... ein paar Leute treffen. Wie sieht es mit Bataillonen aus, ist die Frage. Haben wir denn irgendwas, das dann schon relativ easy in den Bereich reinkommen würde? Wir haben, soweit ich das sehe, nur ein angeschwächtes Bataillon. Wird natürlich recht viel Schaden bekommen. Aber ich glaube, ja, wir landen noch nicht direkt unten. So weit kommt es dann doch nicht. Weil gerade kommt, Dimitri könnte das mit Hilda-Support auch schaffen, aber für Hilda-Support... stehe ich hier ein bisschen seltsam gerade. Ja. Aber ja, doch, dieses Feld überschneidet sich bei allen. Das könnte man also auch in Erwägung ziehen. Lass mal sehen. Weil Dimitri hat wahrscheinlich nochmal bessere Möglichkeiten. Wartet mal. Die Sichel ist zum Beispiel sehr, sehr stark, ne? Sieht mit Hilda-Support aus. Okay, nee, 52 wären das dann erstmal nur. Also Edelgard ist da schon ultimativ da mit der Silberaxt. 59 brauchen wir quasi. Das ist der Wert, den wir erreichen müssen. Und ansonsten geht da eh nichts. Gut, man könnte ihn als Held nochmal aufstellen und könnte ihm vielleicht irgendwie das Silberschwert plus geben, aber es macht wahrscheinlich auch nichts genug aus. Ja. Da sind wir ganz leicht off. Muss dann Edelgard machen, ist aber in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.